Ach so, jetzt musst du erstmal noch kurz warten. Ach so, ich habe einen Stream angemacht, ja. Müsste aber gleich losgehen. Ein Deberti F100 250. Ja, hier ein Volvo. Zu spät. Ich sah zu spät, du kannst das jetzt glaube ich nicht mehr wechseln. Ah nee, Jacke, das war kein Wonko, das war ein GMC Jimmy, glaube. Ja, genau der. Warte, fährt der mit? Jo, GMC K5 Jimmy. Brotfonko? Und ein Escort ist auch am Start. Und ein Datsun. Irgendwie fährt Datsun immer mit. Nee, in dem Teil nicht, in dem davor, ja. Ja, ich glaube, es gab sogar einen Doka. Klebst du schon am Arsch aus? Nee, nicht ganz. Ja, kann man doch stolz drauf sein. Ja, ich bin auch plus 10 da. Ja, ich mach die Strecken ja nicht.
Ah, ich habe gerade den Bronco vor mir. Mach doch. Ja, ich hab noch den Bronco überholt. Uhu. Ach, stimmt. Ach, hast ja recht. Ja, du hast mich ganz verrückt gemacht jetzt mit deinem scheiße Pippen-Bronco. Naja, Sechster. Ein Renault 4L von 68 war schneller wie ich. Ja, mit den Koffern auf dem Dach. Ja, so ja am Tanzen, Junge. Cheburator. Huch, ich fall vom Himmel. Ja. Oh, man kann Fahrzeugwechsel machen, okay? Ich hab keinen Plan. Ja, mir wurden Haufen Ferraris gerade vorgeschlagen. Ja, dann setz dich schon mal neben der Heizung. Kannst du dich schon mal warm sitzen? Ja. Hättest du mal lieber einen Stock mitgebracht, wäre bestimmt bequemer. Was fährst denn? Oh. Alter, da fährt ein Auto aus Holz. Ich starte auf Platz 2, okay? Ja, es heißt ja nichts. Oh, Hilfe. Oh Gott, ich wurde überflogen. Von Bundy Dog.
Oh, ich bin Zweiter geworden. Aber auch bloß, weil ein paar Leute verlassen haben, glaube. Ja, ist ein Kreuz vor, bei seinem Namen. Der hat den Bugatti, Alter. Auf die Strecke. Ja, krass, oder? Es haben noch zwei Leute beendet. Ja. Ja, wie gesagt, Bundy Dog ist über mich hergeflogen mit seinem TVR. Ja, da ist er doch, der Lappen. Lass mal alle wegflamen. Ja. Oh, es geht gleich weiter. Wer fährt? Icke. Gott, hier ist auch Kuschelmodus hier gerade. Ich fahre ja auch noch mit Handicap. Oh. Alter, ich bettel mich ja gerade mit The Happy Cat. Und mit Winner Willy, Junge. Oh Mann. Komm, ach Mann, Winner Willy.
Kannst du noch beenden? Nee, ja. Aber levelmäßig kannst du zumindest mithalten. Hey, und wir bekommen mal Punkte. Naja, packst du Offroad-Reifen drauf, dann geht das schon. Ja. Wir spielen ja hier auch nicht die Realität. Ja. Rindrennen, okay. Oh Mann, meine Karre fährt bloß 2,30. Ja, ich habe hier keine Schnitte. Jetzt kommt hier schon wieder der Fichtenelch vorbei, Junge, mit seinem Holzauto. Naja, hi. Ich sehe schon, das wird ein Battle zwischen uns hier hinten. Ja. Am besten baust du auch ein Rad ab, zu dritt fährt sich eh besser. Deiner Hildkatze. Ach hier, wenn man durch die Mauer fährt, oder was? Oh. Auf der 5. Ja, ich war jetzt immer so im Mittelfeld. Kann sein. Oh, ich hab einen Wheelspin. Komm, gib mir irgendwas Gutes. Naja. Schmutz. Nee, ich hab nur 20.000 Credits.
fall schon wieder vom Himmel. Ja, oder? Ja, gegen das Bot-Gaming ist, irgendwann ist das auch lame. Welche? Das ist jetzt das Neue. Drei Veranstaltungen, insgesamt 8,8 Kilometer. In der Sturmsaison, wolkig. Okay. Jetzt kommt bestimmt nochmal Fahrzeugwahl. Jawohl. Tja, was... Fuck, man. Ich nehme den. Ich versuche mein Glück nochmal mit dem. Mit dem Diberti. Was? Straße? Nee, oder? Oh Gott, ich hab jetzt extra so ein... Na, klasse. Was für ein Hundesohn. Green Baby 66, Alter. Mann, hoffentlich sind das jetzt ja nicht alle Straßenrennen. Ich habe ja null Schnitte mit meinem Pickup. Oh, 90-Grad-Kurve. Oh Gott, wo fahre ich denn hin? Ja, alles klar, das war's.
Oh Mann. Naja, nicht letzter. Naja, Rennen beendet. Immerhin. Ja, bin Siebter. Naja. Ich bin wahrscheinlich nur nicht Letzter, weil der Spieler nur ein Auge oder einen halben Arm bloß hat. Keine Ahnung. Ja. Ja, der fährt per Eye-Tracker. Ja, immer R2 drücken. Oder L. Y ist Rakete abfeuern. Oh, come on. Keine Wagenwahl. Ach, leck mich doch. Scheiße. Platz da. Gott, Alter, ich fahre ja nur noch quer mit der Eule. Hey. Keine Kraftausdrücke wie Pickup verwenden. Pickup ist ein Keks. Naja, also mit den Ersatzreifen, die ich hinten drauf habe, kriege ich vielleicht ein Sixpack weg. Ah. Na, hast du den noch gekriegt, ja? Ahaha! Das schmeckt!
Ah, fünfter. Na bitte. Was shitty fucky. Ja, Shogun Mai. Shogun Mai S, Junge. Oh, jetzt Entscheidungsrennen oder was zwischen uns beiden? Oha, oha, oha. Dann werde ich mal versuchen, wie man jetzt hier Leute ausbremst. Aha. Oh, du bist direkt vor mir. Ah nee, Winner Willy ist zwischen uns mit einem Nissan Pulsar. So ein Nissan Sunny bei uns gewesen, oder? Der Pulsar. Glaube schon. Ne? Okay. Oh Gott, der Happy Cat kommt jetzt hier noch an. Och, Mann, ey, ich hol dir keinen mehr ein. Nix da. Yay, beendet, ha. Naja, sechster. Also da nicht durchfahren. Ja, ja. Aussteigen und heulen ins Gras legen. Hey, nicht letzter. Ja, der.
Okay, was kommt jetzt? Offroad-Rennen, okay. Oh, S2. Jetzt wird's flott. Jetzt kommt Streckenwechsel und Autowechsel. Wenn ich müsste bei Leihwagen gucken oder so, wenn ihr nichts Passendes habt. Auf jeden Fall ist jetzt die Klasse S2 bis 998 Punkte. Ja. Und es ist ein Offroad-Rennen. Bei mir steht Offroad-Rennen. Sind wir noch gleich drin? Gott, was hab ich denn für eine Wagenauswahl? Hilfe! Ja, du, ich such das ja nicht aus. Okay. Was fahrt ihr jetzt? Ja, ich fahre 918 Spider und ihr? Boah, ich glaube, da habt ihr Vorteile, oder? Ihr habt Allrad, oder? Oh. Hab ich Allrad? Ich wüsste ja nicht. Also steht bei mir immer was Falsches. Ja, jetzt sehe ich auch Griprennen. Naja, komisch. Oh, ihr habt das stärkste. Nee, doch nicht das stärkste Auto. Oh Gott, ich sehe gar nichts, ey. Viel Spaß im Tunnel, Alter. Ey, sind wir nur noch zu dritt hier? Oh, ey. Green Baby. Alter, das war erstmal eine Runde. Ja, guck doch mal nebenbei nach, Tobi. Ich mein Katzmann. Nachguck man du.
Nee, ich feuer es zum Kotzen ohne Licht. Doch, Rücklicht habe ich an, aber vorne nicht. Ah, ich drehe um, ich fahre rückwärts, vielleicht sehe ich denn was. Du kannst doch Handy auspacken, mit der Taschenlampe leuchten. Bremsung eingeleitet, Mauerkollision. Hä, was ist das? Gib Jassi hier, du Nappel. Also wenn du in einer Ego-Sicht durch den Tunnel fährst, man sieht bedeutend mehr. Oder wird's hier gerade heller? Da war ich mal 30 Sekunden schneller. Wir bleiben jetzt bei den Wagen, wa? Mhm. Ja. Vielleicht kommen noch welche Rennen, mal gucken. Mal sehen, was das für ein schönes Griprennen wird. Nee, wir sind nur noch zu dritt. Ja. Okay, es geht auf jeden Fall durch den Wald. Immer schön Bleifinger.
Also ihr seid immerhin nicht letzter. Oh, hör bloß mit Kekse tunken auf. Ja. Schön Rallye fahren. Einer fährt, der andere packt Bier aus. So muss das sein. Ja, Mann, Alter. Team Sternburg. Team Uri. Ah, voll kaltes Bier. Ah. Er ist halt so in so einer Weltmetropole. Da ist nicht für jeden Strom da, ist klar. Ist klar. Gott, das jetzt hört auf. Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn das so wäre, ey. Schön Rucksack, 6 Bier und eine Powerbank und dann von Haus zu Haus Strom holen. Naja, Großstadt kannst du das ja auch nicht nennen. Ja. Boah. Ja. Schnauze. Holle Lave, Junge. Gott, ey. Man merkt, dass wir aus Bayern kommen. Hamburg? Schmutzmann, du lese ich hier bloß. Oh Gott. Ja, will er vorbei. Schön. Jackmann, du. Bei mir bist du voll vorbeigeknallt. Jackmann, du. Er wartete echt mal auf euch? Ah.
Ja, Jacke kennt bloß 0 oder 100. Alles dazwischen ist Firlefanz. Ja. Ja. Wenn du nur einen so einen farbigen Block siehst, vielleicht klappt's denn. Oh Gott, ich will doch bloß 10.000 Credits. Dann mal los hier. ich neue Nummer, warte mal. Eigentlich nicht. Na, mal schöner als ausgeschlafen. Na, mal schöner als ausgeschlafen. Ja, ist klar. Na, mal schöner als ausgeschlafen. Hört das mal auf? Ach so, jetzt. Erstens höre ich mir jetzt jeden Morgen an, wenn der Wecker klingelt. Hat jemand gelesen, was jetzt hier für Rennen kommen? Ich hab wieder nicht hingeguckt. Ja, wir können ja nach den Rennen mal kurz 5 Minuten Pause machen. Dann kann ich mal einen richtig dicken, fetten Dübel rauchen. Ja, Mann. Birke. Na, ich hab nur Karo da. Was fahrt denn hier? Ich hab nicht hingeguckt. Ultimo, irgend sowas. Ah, okay. Habt es Elektro oder Verbrenner? Fred Feuerstein Antrieb, wa? Ja, siehst du, jetzt ist schon Asphalt und bist doch am Meckern. Ja, wir können ja selber nochmal Rennen starten, dann können wir ja wieder die Wagen auswählen. Da können wir dein Dreirad nochmal nehmen. Wenn dir das hier in halben km/h zu schnell ist.
Was? Ach, ihr fahrt wohl noch? Ah, okay. Ah, die Karre habt ihr. Ja, die musst du dir hinten einführen. Dann geht's rein. Dann nimmst du das Glas. Was kommt jetzt? Naja, ich warte. Ich zähl mal bis 10 und dann fahr ich los. Zehn. Oh, scheiße. Ich hab dich doch bloß zart angestupst. Ja. Beides, beides.
Ich hab dich erst vorgelassen, da wollte ich dich überholen, aber dann hab ich's verkackt. Ach komm, geschenkt würdest du auch nicht? Nee, Sarah. Nach 3 Metern? Da schaffst du es nicht mehr bis zum Ortseingangsschild. Was, noch ein Rennen? Oh. Brauchst doch wie bei der Fahrschule so ein zweites Lenkrad, ist da? Naja. Du weißt schon, was ich meine. Oh Gott. Ich kann ja gar nicht driften mit der Eule. Jetzt macht Green Bay aber Green Baby aber ernst hier. Ja, der hat gemerkt, was wir für Dullis sind. Ja. Oh, oh, okay. Also kann, also habe ich wenigstens einen YouTube-Videotitel mit Jagdmandu. Urlaub in Mexiko mit Jagdmandu. Nu ja. Aber auch knapp, Alter. Alle nur 2. Ja. Nee, ich meine von Punkten her, aber wir sind ja bloß zu dritt. Oh Gott. Er ist doch irgendwo ausgebrochen, der Typ. Jo, nochmal ein Wheelspin. Gib mir irgendwas Gutes. Komm mit einem Auto. Oh, ich hab einen 2003er M5. Okay, ich mach mal kurz Pause, wa?
Der war halt radiert. Außerdem musste ich nur abwaschen. So. Hier ist Gurkenglas. Was gibt's denn hier Neues? Warte, jetzt. Gut. Okay. Bitte. Nui, wie hast du kommt? Was seid ihr denn? Der war auch immer so fair. Na, wir fahren schon die nächste Runde. Aber du wurdest ja gekantet. Quasi. Wegen der Aktivität. Kann ich da jetzt noch mit rinkommen bei euch? Nö, muss ich über die andere Richtung geraten. Aber wir sind eh noch im Rennen. Vielleicht kann ich ja eure Runden abwarten, vielleicht komme ich ja dann dazu. Ja, auf der Straße kriegt ihr mich eh. Naja, sieht nicht so aus. Hast du überhaupt? Huch! Die Kuli, aber danke. Voll gegen Tunnel geballert. Jetzt hör auf, Junge, das ist abgehascht. Mann. Oh. Oh. Ich hau hier gucken. Du bist groß. Ja. Aber hier auch FPS-Einbrüche. Junge, da kann ich ja besser fahren. Warte. Vielleicht haben wir hier einen neuen Katzmandu-Fan. Ja, wieder erst so. Mensch, aber fährt er. Wie ein Gott. Also hat er jetzt bloß noch einen zweiten, oder wie? Also, mit den Offroad macht mir schon Laune, mit der richtigen Karre passt das schon. Da denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen beide nochmal hier Veranstaltungen beenden, dass wir zusammenkommen. Ich denke ich auch, ja. Nochmal den Namen merken, vielleicht kommt der Köder. Ja, fertig. Toll. Hälfte von der Sicherheit, ja. Dann setze ich jetzt wieder hin, hier auf los. Also, was sind wir weiter mal? Oh. Immer hü, immer hört. Wird nur ihn rennen. Du bist mit aus vielen Kraft. Kann ich das Mob jetzt auch behalten hier, oder muss ich jetzt wieder in so ein anderes Scheißding nehmen? Ich muss ja ausgehen, aber was war das denn? Silly. Gilt das gut? Wenn wir beenden. Was? Ja, noch nicht. Mit Kreis. PlayStation Kreis. Jetzt erstmal X. PlayStation X. Nochmal X. Ja, ich beende dann auch gleich und dann komme ich. Ich komme gleich. Das ist noch ein Rennen, oder wie? Ja, du musst ja noch starten. Jetzt so. Und wenn schon geht, keine Ahnung. Ja, den Dude auf jeden Fall merken. Ich habe mir einen Laptop gespeichert. Und dann nee, ist jetzt auf Start. Geht nicht. Geht nicht. Und das denn? Geht nicht. Und
Quatsch. Deine Flasche, die Kocher ist auch mal. Gut, jawohl. Aber der Hubel fährt sich schon ein bisschen anders, ne? Ja, auf jeden Fall ein bisschen entspannter war. Oh, du lieber Hubel. Hm. Ich hänge immer noch im Ladebildschirm fest. Ja, das mit der Lenkung hier, das ist. Ja, aber eine Masskurve darfst du nicht nach links lenken. Musst du mal ein bisschen gehen lenken. Ja, aber das war eine Bude. Das alles hätte man so ein bisschen. Wenn der nur kurz rufen war. Sehr verzögert. Ja, ne? Was? Da sind schon mal VM-Drops, warum auch immer. Oh ja! Das ist jetzt hier Junter von der Pommesbude. Ich komme gleich. Nee, ich meine jetzt hier den Nachbarn. Ich bin komplett allein. Das ist jedwisch. Bleibt ein Eierk jetzt hier. Das war Papa Junge. Warte mal. Der ist nicht mehr drin, wir sind nur alleine. Achso, was ist das für eine Kacke hier? Stopp, da geht nichts. Das ist kaputt gemacht. Das ist auch irgendwie miese Quark hier. Und warum ist denn das hier drin heller? Ja. Ah, warte, ich muss dich neu einladen. Ich komm, dann geh ich mal raus hier, ist die Scheiße. Start drücken und dann Veranstaltung beenden, so hab ich das gerade gemacht. Das geht nicht. Nein, ich komm hier ins Startmenü. Oder machen wir auch einfach. Einen kompletten Reset. Ja, auch mit Escape kommst du auch nicht rein? Ja, alter, Fio, fertig. Wo ich hier lange rum. Wurschle. Siehst du das durch? So. Warum vor Epilepsie? Ich geh jetzt mit dem Scheiß durch. Hab ich nie gelernt. Probleme hat. Bleibt doch nicht in-game, oder wie? Jetzt ja. Ah ja. Boah. Willkommen zurück, Mr. President, okay. Das hast du gehört? Das habe ich jetzt gehört, ja. Warum das denn? Na, hättest du ja den Rest eigentlich auch hören müssen von den Boxen, oder? Nö, habe ich nicht. Das ist ja komisch. Also sobald es halt, wie gedönst ist, ne? Ja, dann sag ich schon Bescheid. Beende ich, deinstalliere und kündige die Freundschaft. Genau. So wie man es halt macht, ne? So war es, ey. Glaube ich. Ja, der Way Out muss ich ja noch deinstallieren, die Scheiße. Habe ich vorhin schon. Kackspiel. Also Kackende. Geiles Spiel, Kackende. Ja, ich habe geguckt, es gibt zwei Enden halt. Ach doch, ja. Ja.
Hast du doch schon geguckt. Ja, bei YouTube. Dachte, wir wollten das machen. Na ja, gut, dann brauchen wir es nicht. Naja, können wir machen, klar. Na, dann machen wir es. Wie? Wie war's, wie? Na, das war der Ende. Ach so, ja, wir laden einfach das letzte Kapitel. Na, dann muss ich mich abknallen lassen, oder was? Ja, quasi. Hm. Oder wir spielen halt so lange, bis ich irgendwann mal der Gewinner bin. Ich habe mal eine Einladung geschickt. Jo. Der Server hier ist gerade gut gefühlt. Okay, bin da. Jetzt seid ihr der Gruppenführer, oder? Jo. Ja, nur der Anführer kann das starten. Weißt du, wie das geht? Horizon Open starten? Nee. Start drücken, dann auf den Reiter online und dann Horizon Open und dann ganz links die Rennen auswählen. Offene Rennen, offen driften, Spielplatz. Ja, offene Rennen, ja, oder halt was anderes, aber bisher haben die offenen Rennen immer gut geklappt. Griffkarre, zumindest nicht so eingespielt. Aber offene Rempel beinhaltet ja alles. Oh, ich habe drauf gedrückt, runter. Sitzung wird gesucht. Jo, Sitzung beigetreten. Ich weiß nicht, hier kann ich jetzt. Doch da, Junge. Was war das jetzt da? Meine Verbindung wurde unterbrochen, okay. Ja, ich auch. Kannst du mal starten? Warte, ja, Mensch. Der Mann lernt. Das Horizon-Menü, das ist sowas von Kacke aufgebaut schon. Ja, es ist komplett unübersichtlich. Furchtbar, ne? Gipfeltalfahrt. Straßenrennen steht erstmal da. Okay. Jo, wir kommen beim Rennen. Performance Klasse B, da haben wir noch nicht. Wenn du jetzt ganz nach links gehst, dann kannst du Autos mieten. Sehen wir mal. Die Labeflinte gewesen. Was nimmt dann? Da wird mir gleich überpreis. Da sind die anderen, die wir haben. Also die ich so habe. Was Klasse B ist das jetzt? Der Timer zählt irgendwo. Das ist so auf Rohr 10. Ja, unten rechts noch 20 Sekunden. Dann noch 3, 2, das ist halt 1. Vorbei. Ich habe nur X jetzt gedrückt. Genau, sind die letzten nicht Sekunden noch. Na, dann haben wir die 3 Karre jetzt auch. Was fahrt dann? Zu bauen. Ich hab nur noch nicht hingeguckt, was ist für Rennen nach da vorne seid ihr. Da oben steht Veranstaltung beginnt in Kürze. Ja. Wo ist denn der nächsten? Ach, die sind gerade beschäftigt. Hier Leute. Wo war sie? Bolo. Wollt ihr denn hin, ey? Immer quer durch die Brille. Naja. Zur Straße fahren kann jeder. Krähenschuss. Mach mal ein bisschen die Gila. Was soll ich machen? Die Gila. Kaktusstanzen. Ey, Junge. Kaktuscheck.
Alter. Wen hat man vorhin? Dr. Alban, oder was? Ja, genau. Der gute alte Dr. Alban. Klatsch. Der Kosovo-DJ. Echt? Kein Plan, Mann. Oh, ich merke schon, querfeldein ist meine Karre nicht an so prickelnd. Aber ist jetzt alles Klasse B denn, oder? Ja, ich kann zumindest sagen. Ja. Ach so. Hoi. Soll ich das Abschleppseil holen? Danke. Der Uwe, der kommt auch wieder zu, ne? Ah ja? Nee, oder? Das ist doch... Smoke wird noch nicht mal hin so verkehrt, aber ansonsten so ist das Ding scheiße. Was denn? Toll, hier ist der Ton jetzt doch wieder Spur. Nur von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Mann, der Rest ist Doppelstunde nur noch. Kacke. Merk noch immer weniger. Was macht ihr denn hier, Alter? Ich bin jetzt verurteilt. Du meinst ja. Ich bin nicht verantwortlich für dieses Fahrzeug. Oh, jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. Hm. Eier. Eier? Eier. Endlich Eier. Richtig dicke, pelzige Eier. Der ist schon mal von deinen oder wie? Schön geteabackt. Ja, Mann. So groß wie eine Kokosnüsse. Da muss doch Schweiß tropfen. Von jedem Haar einzeln. Oh, schön. Mit dir jetzt schon wieder den Vorstellung. Den Mann Tropfkante. Ja, okay. Okay. Ja. Bist du nicht alleine? Macht auch mit. Oh, ein Lambo Miura. Oh, direkt neben mir. Vor mir fährt der Wife Stealer. Oh Gott. Welche Hupen? Rechts rein.
Wo rechts reindrücken? Nee, ich sehe nichts. Auf deinem Handy, Jacke, auf deinem Handy. Halt deine hässliche Fresse. Und tschüss. Boah, Alter. Das war ein totes Gruß aus Moskau. Ey. Du bist nicht jetzt. Ja, wenn du jetzt schon irgendwo rumfummeln musstest, hier aus dem Fahrrad. Ja, aber doch nicht hier links, rechts, vor dem. Ja, weil du das nicht raffst, bin ja halt mal da ins Steuer rein. Echt? Du machst doch gut. Du musst immer in der Mitte drücken. Boah. Ja, du brauchst ein Checkpoint drauf. Wie du hier wendet das? Ich bin dafür, wenn das Ding nicht. Ich hab's ja schon mal erklärt, du musst zwischen die Punkte fahren, nicht links oder rechts. Einfach mal deine Fresse halten. Ihr seid ja ein richtiges Traumpaar heute. Ja, Jens hat ihm nur einsinnig Quote Scheiße, neben dir eine Ohren kriegst. Hätte ich mal das Maul. Ja. Das ist immer noch nicht besser. Muckt dir links auch ja auch nicht, ja. Nee, schon wohl auch. Ist voll am Limit. Jawohl, drängelt euch raus hier. Nachtwächter. Ich? Und dein scheiß Zweier Golf hier. So lange vor, das passiert nichts. Ach, du siehst doch, dass er die scheiß Kurve nicht küsst. Da musste man nur was dagegen unternehmen. Ja, yes. Dazu soll ich noch was sagen. Oh, mit euch möchte ich mal eine Runde Mario Kart spielen. Selbstverständlich Mord und Totschlag. Ja, quatsch ja auch nicht. Mehr Totschlag als alles davor. Tod und Mordschlag. Ja. Tadella. Na gut, du hast das Rennen beendet. Und wenn du nicht im Ziel warst. Naja, das hab ich auch nicht. Ich kann nicht mehr. Ey, immerhin 3 Punkte habt ihr. Nur ja, besser wie Nola, besser wie Nola angeschissen. Ja. Was ist das denn für ein Panda-Bär? Das war doch der Wife-Stealer, oder? Keine Ahnung. Der alte Eierdieb. Der Banause. Jetzt hier mal anständig fahren. Ja, wenn ich besser einen Nachbarn, einen besseren Beifahrer hätte, wäre es auch kein Problem. Aber so. So, ich soll das Maul rein. Kommt einfach nur, sagst du mal noch was? Ja. Kommt nur Scheiße rum. Ja, wenn die da auch bremsen, fährt es ja trotzdem raus. Oh je, Vodafone ist platt. Schon die Wunder, warum die Frame-Drops waren, ne? Und noch seid ihr aber drin. Ja, kommt aber nicht mal ein Viertel der Geschwindigkeit dann. Prima. Sieh das? Zwischen den roten Dingern jetzt einfach durchfahren. Du musst es auch nicht knapp machen. Das ist gut, das reicht. Warum hast du denn eigentlich den Rückwärtsjagen, wenn er die durchfließt? Schaufe rechts. Alter, das ist doch nicht euer Ernst hier. Ich hab's noch seitlich gesehen. Ich bin über den Felsen gerollt. Oh. Ja, siehst du, vor Lachen komme ich jetzt hier auch nicht mehr klar.
Stell dir so eine verfickte Mauer hin, Junge. Und irgendwo anders mit Langmauern können, ja. Ey, wir sind halt in Mexiko, ne? Mal wieder. In den 70ern waren wir schon da. Ja, das war wohl schnellsten Trabi hier auf dem Feld, Junge. Ja, gestern waren wir mit Nasenberry in Mexiko. Oh gut. Nasenlerry. Nasenlerry und Vince Mandu. Genau. Soll ich hier auf euch warten? Warten? Dann ist er gleich da vorne. Zwei noch mehr. Alter. Oh Gott! Viel Spaß hier in der Stadt. Einfach mal assi. Wo fährst denn du hin? Jetzt mal ein bisschen Konzentration. Komm, den Chubby Diktator kriege ich noch. Den Schirminator? Der Schirminator. Diktator mit Doppel R. Die verärgerte Krabbe ist einfach nur. Ja, Mann. Ein M1 ist auch mitgefahren. 88% geschafft. Oh. Gabriel. 88%? Na, wo er schicken will. Schon wieder der Wife-Stealer. Ich habe einen Aston Martin bekommen, einen Vantage S oder Vantage S. Wo ist wohl Streetrennen? Ja, Straßenrennen. Hm. Ich weiß aber nicht, du hast eine Leihkarre. Ja, ich weiß, aber sonst sind sie meistens eigentlich immer relativ gut. Was habt ihr denn jetzt genommen? Was? M5. Oh, okay. Oh, was nehme ich denn? Natürlich, wollte erst wieder Autos oder so was, der muss ja auch. Ja, ich will ja mal gucken, was ich überhaupt nehme. Kannst du auch noch tun? Und instellen? Ach, ich weiß, was ich nehme. Ein Trabi. Ich nehme einen Ferrari F355. Ich erwarte, ey. Na, werde ich ja trotzdem. Herzlich. Wer fährt jetzt? Er. Immer noch Cazzetti? Also, und ist die Wanderung gewesen durch den Wald? Musst du auf der Cam gucken, dann weißt du Bescheid. Dafür. Was, durch den Wald? Na, bei den Tschechen? Ja, war das nicht in dem Tesco? Nein, das war da, wo wir eine Abkürzung nehmen wollten. Auf dem Rückweg. Von der Strecke zurück.
Ach, oh Gott, das meinst du. Ja, ja. Aber wo wir Bärleuchten weitergefahren sind, wo wir erst gedacht haben, da gleich kommen irgendwelche Bären oder Wölfe an die Rand und fressen. Ja, Mann. Ja, Mann. Das gucken wir auch ganz gut. Das, warte, das war, da war Ungarn, wa? Ja. Ja. Ach, naja, hier, jetzt weiß ich, wo du meinst, in Brünn meintest du, oder? Genau. Ja, ja. Oh, ihr habt mal nicht die schlechteste Karre. Doch. Was? Doch, ja, mit Abstand aber. Alter, ich dachte jetzt schon. Ja, das war lustig. Aber wenigstens in Ungarn hat man wenigstens besseres Wetter wie in, wie bei der, in Italien. Das stimmt. Da war mehr klitschnass. Weil wisst ihr, wie das TS steckt? Die nehmen uns im Zelt, oder? Ja. Die mit dem TS da waren? Ja, ja. Was heißt TS? Trockene Socker. Stimmt, ey, war doch 150er und 120er, oder? Was die da waren? Die 5er. Ah ja? Ja. Alter, kacke. Mach ich nachher. Schön. Beim Nachbarn auf der Klinke. Und dann Sturm klingeln. Dann die Schüssen. Die Verbrecher hier. Haben sie etwa auf ihre Klinke gekackt? Du, da hat ihr den Raubwitz an der Wand, an der Wand dran geschmiert. Was machst du mal nur immer? Ne, ich gebe einfach nur Jas aus, den kommt nicht aus dem Arsch. Aber jeder Karre besser. Ja, vor mir hat auch jemand den Hunigen von dir. Der kommt bedeutend besser um die Kurven. Du hast noch keinen Checkpoint verpasst. Ist das lustig? Wie verrückt. Ah, scheiß auf Rennen beenden. Hauptsache die Checkpoints schaffen. Ja, wenn auch die schafft, dann kann man ja auch mal ein Rennen beenden. Ne? Oh, es musste ja noch zurücksetzen. Ja. Irgendwas Unaussprechliches. Mitten, was ist denn das hier? Chokeslim oder so. Hm. Ach. Willers falsche Auto gewählt. Mann, Mann. Oh, ich würde nicht, wir sind jetzt überhaupt mitgefahren. Achso, wir sind letzter. Cool. Kopf hoch. Oh. Kann nur besser werden. Das dauert jetzt aber lange.
Na, ich, bei mir lädt's auch noch. Stimmungsmusik. Oh, oh. My heart goes schalala. Du bist hier. Das ist nicht richtig. Das ist auch ein Minus. Das war vorhin extra das Kältere. Ich hätte vorhin extra mal zwei hier hingestellt. Boah. Das ist gut. Du stellst dich jetzt nicht einfach aus. Nein, warum ist es hier? Ja, ich will es euch nicht übrig. Du bist angenehmer. Du bist doch mit deinen fetten Bullenklöten und jetzt ist es hier warm. Jo. Gute Bier aus. Hm. Und er hat noch irgendwas selbst angestellt? Ja, aber mal wieder kein Bargeld. Kannst du froh sein, dass ich heute erst was die Röte habe? Ich schulde dir ja eh noch vom letzten Mal Pizza und Kippen. Ja, naja. Ich hab die Rechnung heute einfach vor. Hm. Willst du einen Abend? Was soll essen? Ich auch. Wo gibt's einen Jagdstuhl? Ich rufe Mama und Papa an. Ich werde die schöne Fitness einfach vorbeibringen. Jochen haben wir hier. So, okay. Was ist denn jetzt hier? Kommt das Ding noch aus dem Arsch hier? Oder soll ich das Garn soll ich gleich rausschmeißen hier? Jetzt geht's nur mal los. So, mein noch bleibt. Ja, okay. Jetzt, wo der Bierkasten hier ist. Natürlich, boah, ich find's mich aber zu laut. Drum, drum. Exakt. Hui, ich startet auf der 1. Mal sehen, wie lange. Nicht mehr lange. Oh! Hau mal Platz mit deiner Verbanden. Vorsicht, mobiles Rad. Oh! Voll um den kleinen See. Sorry. Wir sind so verdammt laut heute. Ja. Man braucht ja das Mikrofon. So wie man jetzt labern versteht. Ja, trotzdem hat das eben weh. Entschuldigung. So. Kling erstmal später hier auf deinen Sessel drauf, ne, mit deinen 250 Kilo. Naja, 140 bitte. Was hast du denn hier für eine Karre ausgewählt? Könnte ja nicht aus dem Zwerg. Nur Drasch. Kurvenlager ist abgeschissen. Ja, da machst du nichts. Oh, die Stups. Ich hab mir jemand so ein Heck, ins Heck gepupst. Blitzer. Doppel N. Alter, ich hab einen Lenkeinschlag von 1 mm. Hat der Ralf Schumacher dabei? Wahrscheinlich. Oh, ey, was für ein Huso. Du musst zwischen da dazwischen fahren. Dazwischen und ich nehme da. Oh, ey. Dann wird die Karre so beschissen. Ja, jetzt ist nur die Karre dran schuld. Natürlich. Nur weil du nicht kannst. Ja, ja, immer sind alle anderen schuld. Okay. Ich arbeite. Ja. Du weißt gut, nicht bei mir arbeitest. Ja, du musst dich bei euch. Eine andere, oder? Ja, auch nur wenn die anderen was gemacht haben. Ja, das Beifahrer kann so immer deinen Job tun. Nö. War ein bisschen Bier auflösen hier. Da war eben eine Leitplanke gewesen. Sieht man Jas und du kennst Jas an.
Wo so, sie vom Jahr sehen, oder nicht? Ja, ja. Mhm. Ach, da ist er hier. Dein Bauchschlaf hat nur noch schön durchgeatmet. Du musst bremsen und dazwischen fahren. Genau so. Du hast direkt wohl an eine Mauer reingekraft. Du musst ja abschwachen. Die Mauer muss weg. Das ist vorne kein Problem, ne? Genau. Die Mauer muss weg, aber du musst am liebsten aufbauen, ja. Das könnte man ja nicht sagen. Ne? Das muss man echt machen. Dann hätten wir halt anderen Spaß. Ne? Mit dem Oh, Kalber, unsicher machen. Das ist auch noch in Nordkorea, da. Das gibt noch eine Mauer. Nur immer. Du in Runde dreimal Checkpoint verpassen? Also, hallo. Ja. Da kommt hier Perio. Wir sind hier nicht mehr drin. Das ist ein Level. Echt neu, das war ich immer. Mach mal deinen Schacht. Du, alle hullisiert heute, wenn die Auto war. Du siehst ganz schön, ey. Na, du erlebst das. Und das ist ja für 0815 Telefon, ne? Aus Fenster hier. Alter. Ich weiß, wer du findest, Alter. Ja, ja, und den Koffer. Du warst mal so cool. Ja. Bevor ich dich kennengelernt hatte. Ich weiß. Ja. Habe ich gehört zumindest. Denke ich noch deutlich besser. Ja, das halte ich auch für ein Gerücht. Welches? Das Jacke mal cool war. Ey. Jetzt nicht persönlich, wir haben hier Freundchen. Ey, das habe ich im Generalanzeiger gelesen. Unter ich verkaufe mich, ja. Ja. Oder Boy sucht dir jemanden mit Leder. Männlich 50 sucht, das. Ja. Vielleicht hätte ich den M4 pumpen sollen vorher. Vielleicht jetzt dich einfach mal pumpen sollen vorher. Hey, das Werk bleibt das Werk. Ich bin ja optimal für Rennautos eigentlich. Und das ist ja kein Rennauto. Oh, okay. Was soll ich tun? Ja, du bist das wilde Mensch. Das ist super. Guck ich hier gleich mit Uni. Ich kriege die kaum wenigstens in den vernünftigen Tritt. Hab mich wohl abgelenkt hier. Aber das war schon das Gute. Ja, so war. Was ist der? Braun. Braun? Ein Braun! Achso. Der ist braun, Junge. Ich dachte, du hast mich noch am Arsch geschoben, weil ich auch nicht mitgekriegt. Ja, vielleicht ist das der. Der ist 4 zu 3, kann ich nicht wieder. Das ist doof. Oder so besser? Ja? Quadraten verteilen. Aber für einen Standard M50er mitzuhalten, finde ich in Ordnung. Hallo Bande! Oh, schon schlimmer, oder? Ich muss bremsen, Jünger. Mach ich. Du bitte. Wenn du die weiche Linie und scharf links gehen und Richtung da ist, die bilden selber. Bremsen! Nee, warum nicht? Ja, guck mal, ich hab den so. Naja. Ja. Was? Was? Wunderbar! Aber du triffst das, das macht auch nicht mehr. Bremsen! Ja, die Karre kann ja nicht anderes. Fahr doch mal Fahrwerk in hier, dann können wir weiterladen. Dann geht jetzt mal hin, was? Ja, ich war ja außerhalb des Asphalts. Oh.
Ich finde das gut. Ich fahre wie eine Nummer 1. Ja, erwischt. Ich so, so macht man das. Ich muss ja auch nur so ein Bier einfließen. Nö, ja, da geht mir jeder hart rein. Oh, hier ist er. Schmilfe? Milf. Milfe? Milf. Milf haben doch nur irgendwo. Ja, Mann. Nee, da wurde Westen. Boah. Apple Eggs, Alter. Ah. Sind wir noch nicht beendet. Mann, Mann, Mann. Komm. Machst du nix hier? Ich habe die Karre auch nicht ausgewählt. Fahrwerkstechnisch wäre das schon ein bisschen geiler. Vermutlich. Wheelspin. Oh Gott, jetzt kommt der Team. Jetzt kommt der Titan. Ja, eigentlich mal ein neues Auto. Gar keinen Bock drauf. Ich mach das Mietauto. M5. Aber meine sind immer komplett ungetuned, Alter. Das ist doch kacke. Ja, ich hab nichts anderes da, großartig, ne? Das ist halt der Mist. Ja, da wenigstens mal eine Karre, mit der ich klarkomme hier. Mach ich euch nass. Und so, ein Trabant 601 oder was? Deluxe. Schön krokant. Anscheinend auch die, das ist halt voll getextet. Von wem? Weiß ich nicht, mein Handy hängt ja da. Musst du mal gucken. Ja, da sieht ja Tino ist nicht mehr. Also jemand anders. Welche müsste ich hier schon oder anschreibt? Gwenny. Na, bestimmt ja auch. Wie heißt der denn? Boni. Boni. Mit einem feuchten Schlüpper. Oh nee. Was bin ich so alles gehen? Sicherlich. Aber ist so. Bone Shaker. Guck mal. Das ist der Knochenschüttler. Ja, das ist das Komische, der. Das Matchbox-Auto hier mit dem breiten Reifen. Ich heb schon Vollgas. Kannst kaum abwarten. Oh, diesmal hab ich die schlechteste Karre. Ja, das ist ein Cayman, Alter. Ja. Irgendwas auf Offroad die drin, oder? Ich hab einen Cayman. Das will ich ja Alligator, oder? Wo bleibst denn du? Das ist hier jetzt schon ein bisschen geiler, ne? Hätte ich auch gerne so ein Pickup. Ja. Wenn ich ihn hätte, wäre das bestimmt cool. Ja, ja. Dann kommt hier auch mal zu der K-Band wohl vorbei. Sehr ah, weit. Ich habe die perfekte Bodenfreiheit für dieses Rennen. Gott, Alter, mein Sitz schleift schon im Dreck. Du hast die Bremsspur schleift? Mhm. Auch schon mal wechseln, Junge. Und machen die alle wieder. Was ist das? Holla die Waldfee. Harvey Hardewitz, geil. Ah, den Kurs haben wir doch schon mal gehört.
Jetzt, wo die Steinmauer kam. Ja, geil, so ein Pickup muss ich auch kaufen. Definitiv. Und noch ein bisschen pimpen, wenn er wollt, ne? Etwas. Nur 1000 PS. Okay, 800 Watt. Ne? Wir wollen ja nicht haben. Die Kraft muss ja trotzdem auf die Straße kommen. Ne? Ja. Witzig, was denn das für ein... Oh, Gottes Willen. Cool. Netter Gimmick. Ah, die Strecke hätte die voll nötig. Ja, es wurde so eine perfekte Vollgasstrecke. Hm. Ja, mit dem Porsche wäre das auch ein bisschen schwierig. Aber mit den Hooligan. Ja, ich bin ja nicht umsonst auf dem letzten. Okay, ich dachte, sie war da rechts. Ne? Klunk, klunk. Du denn überhaupt? Ach, du bist hinter mir. Also völlig ausgestiegen, sehe ich gerade, oder? Ja, weil das Rennen ewig geht. Wir haben nicht mal die Hälfte der Strecke. Ja, ich sehe schon 44%, ne? Ja, nach vorne sehe ich aber auch keinen Gewinn. Ja, es fahren müssen noch zwei andere Knallschoten mit. Was? Da das fahren eben bloß noch zwei andere Knallschoten mit. Na, die kriegen wir aber auch nicht mehr. Ach. Wollen wir ja auch nicht. Wir wollen die ja nicht zum Heulen bringen. Wir sind halt die guten Verlierer. Darum. Wir fahren es doch zu Ende und beenden nicht vor Wut. Ja, vor Knut. Mal diesen ominösen Knut reinbringen. Jetzt mal was an der Grafik ändern. Aber das HDR, das bolzt hier so dermaßen rein, dass die dunklen Stellen viel zu dunkel sind. Welche also mal daran nicht? Nee, ich glaube, ich weiß schon was. Nee, das ist normalerweise nicht so dunkel. Ich weiß schon, wo ich die Schraube verändern muss. Vielleicht sollst du einfach mal ein bisschen Farbe rumkippen in den Karren. Der Monitor? Ja, dann muss man ein bisschen bunter werden. Ja, gut. Dann weiß ich, wo das übrig ist. Außerdem liegt mir die Nase. Ich muss nur noch was machen. Huch, die. Ja, ich wurde auf die Nase. Hast du nicht gesehen, oder? Ich wurde auf Flex machen. Wohl, da tischt man halt jetzt mal. Oh, die ist ja tot. Oh, ich sehe hier null, Alter. Bei dir auch so dunkel, ja? Ist fast schwarz. Ich dachte, das lag an meinem HDR irgendwie so. Aber das bei dir auch so dunkel ist. Ja, ich habe teilweise fast nur schwarzes Bild hier. Bin ganz froh, dass ich ein rotes Auto habe. Schöner Kontrast, boah. Ja.
Kannst du mal später hier ins VOD gucken. Du kannst ja gucken, wie dunkel das bei mir auch ist. Mhm. Ich war froh, rumzustehen hier. Alles erwischt. Jetzt frotzt du das Bier noch an. Alle hopp. Jetzt habe ich noch einen Checkpoint verpasst. Ich denke, du wolltest auf mich warten. Du kannst mal noch eine Kippe anmachen, ne? Du bist doch hier, ja, ich lass dich vor, Mann, du. Nur bei 86%. Was hast du? 82. Ja, du bist ja gleich da. Nach 5 Kilometer später. Ich beende eh nicht mehr. Ja, die anderen werden schon gleich ins Ziel sein. Ja, die sind durch, sonst läuft ja der Timer nicht ab. Wieso? Ach, da unten. Ah. Ja. Noch 5 Sekunden. Alter, die einzuholen. Schöne Quarkbude hier. Oh Gott, wie lange läuft denn die Aufnahme eigentlich schon? Einer hat beendet. Oh, der hat auch nur 99%. Bei 99%, Alter, würde ich mich ärgern. Ja. Alter, ich würde vermuten, dass wir Kinder klatschen hier. Wow. 500 Erfahrung. Cool. Kann ich mir einen Tic-Tac von leisten? Eine ganze Schachtel. Mhm. Ach ja, ich beende